Dach zusammen, mein Kollege und Freund Dr. Eckhard von Hirschhausen hat mir folgenden bitteren, aber wahren Witz erzählt. Willy Brandt, die Älteren werden sich erinnern, und Erich Honecker treffen sich. Da sagt Willy Brandt: Ich habe ein interessantes Hobby. Ich sammle alle Witze, die die Menschen über mich erzählen. Darauf antwortet Honecker: Bei mir ist es umgekehrt. Ich sammle alle Menschen, die Witze über mich erzählen. Bitter, aber wahr. Alle Diktatoren dieser Welt, seien sie politisch oder religiös, verfolgen die Witzemacher. Warum? Weil alle Diktatoren mit terroristischer Angst arbeiten und das Lachen, wenigstens für den Augenblick des Lachens, die Angst besiegt. Dies und anderes ging mir durch den Sinn, als ich vor einigen Wochen, ich erzählte es, zu Besuch im Bundestag in Berlin war. Eingeladen hatte mich Klaus-Peter Flossbach, MdB des Oberbergischen Kreises und alter Wipperfürther. Ich kenne ihn schon lange. Wir beide waren Messdiener in unserer alten, dicken Mamakirche St. Nikolaus zu Wipperfürth. Er führte mich durch die Flure und durch die Räume des Bundestages und ich war fasziniert. Und dann führte er mich in, wie er sagte, die Herzkammer des Parlamentsgebäudes. Nein, nicht der Plenarsaal, sondern die Kapelle. Sie ist natürlich überkonfessionell gestaltet, aber zutiefst spirituell. Übrigens gestaltet von dem Star der Düsseldorfer Künstlergruppe Zero, Günther Uecker. Und Klaus-Peter erzählte mir, dass er allein in den Jahren, wo er da ist, allein 15.000 Schülerinnen und Schüler durch die Räume geführt hat und eben auch alle in diese Kapelle. Und alle, wirklich alle, so sagte er, waren berührt, wenn er den Schülern diesen Raum, diesen religiösen Ort mit gläubigen Herzen erschloss und erklärte. Und da habe ich gedacht, wie glücklich können wir uns schätzen, wenn Politiker die uralten religiösen Symbole unserer Kultur und unseres Abendlandes nicht von irgendwelchen Kuppeln entfernen wollen, sondern wenn sie diese Symbole in die Seelen der nächsten Generation hineinlegen. Danke dafür, Klaus-Peter. Übrigens, warum hat das Reichstagsgebäude überhaupt eine Kuppel? Antwort: Habt ihr schon mal einen Zirkus mit Flachdach gesehen? Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Es lebe die Freiheit, es lebe die Demokratie, seht der bergische Jung. Ha ha!